Seid gegrüßt, liebe Mitreisende, und herzlich willkommen zurück bei den Witcher-Bonus-Folgen. Und wir haben in den letzten Aufnahmen jeweils einmal die Charaktere verlesen und die verbliebenen Schriftstücke in unserem Inventar uns ein wenig näher geführt. Entschuldigung. So, jetzt das einzig Verbleibende, was wir uns noch vorgenommen haben, ist das Bestiarium, in dem alle Monster und Wesen, die wir im Witcher-Universum kennengelernt, lieben oder fürchten gelernt haben, dokumentiert sind. Und ich würde vorschlagen, ich lese auch hier, wie bei den Charakteren, alle noch einmal vor, da ich selber nicht mehr genau weiß, welche ich hier jetzt schon im LP selbst vorgelesen habe und welche nicht. Ja. Das sind die Oberkategorien und ich würde sagen, wir schlagen einmal das Kapitel der Bestien auf. Einen Moment. So, da ist es. Und wir fangen an mit... Moment. Krümel in der Tastatur. Völlig gerade. So. Wir fangen an mit den Bären. Bären. Kennst du das Lied vom Bären, der auf den Berg steigt, um zu sehen, was dort zu sehen ist? Das ist der größte Unsinn, den ich je gehört habe. Wenn ein Bär auf einen Berg klettert, tut er das nicht, um einen Ausschau zu halten, sondern um zu jagen, zu töten. Jana Oldak, königlicher Jäger. Bären sind Allesfresser, was bedeutet, dass sie Menschen ebenso wenig verabscheuen wie Bären, Wurzeln oder Lachs. Wenn sie Menschen verschlingen, dann sind das hauptsächlich Reisende, die unvorsichtigerweise in ihr Revier eingedrungen sind, oder Jäger, deren Ziel es ist, diese Tiere zu erlegen. Es gibt mehrere Arten von Bären, Schwarzbären, Polarbären und Höhlenbären. Sie unterscheiden sich in ihrer Farbe, aber auch in ihrer Größe und Stärke voneinander. Allen ist jedoch eine Sache gemein, die nahezu unübertroffene Fähigkeit zu töten. Wirksam im Kampf, Bestienöl und das Quenzeichen. Hunde. Es heißt, der Hund sei der beste Freund des Menschen. Aber in diesen schlechten Zeiten sollte man sich selbst vor diesen Freunden in Acht nehmen. Alfred Pankratz, Bettler aus Novigrad. Einige behaupten, Hunde seien die Spiegelbilder ihrer Herren. Ein Haustier, das gut behandelt wird, belohnt seinen Besitzer mit Treue und Vertrauen, wohingegen ein schlecht behandeltes Tier Schreie mit Bellen und Tritte mit Bissen belohnen. Da es unzählige schlechte Menschen gibt, gibt es auch unzählige schlechte Hunde. Auch am gefährlichsten sind die streunenden Köder. Köder? Okay. Ich denke mal Köter. Die vor dem Menschen jeglichen Respekt verloren und Geschmack am Blut und Aas gefunden haben. Hunde greifen für gewöhnlich im Rudel an und wählen einzelne Opfer als Beute aus, bei denen sie Schwäche wittern. Rudel von tollwütigen Hunden wagen nur den Angriff auf Kinder, Säufer, ältere Menschen oder Krüppel. Wenn sie sich allerdings in die Ecke gedrängt fühlen, verteidigen sie sich mit vor Greifer triefenden Reißern und scharfen Krallen gegen jeden Angreifer. Wirksam im Kampf. Bestienöl. Da das ja unter dem Kapitel Bestien, wird das wahrscheinlich unter allen diesen Kreaturen zutreffen. Wir gehen mal weiter. Wölfe. Wölfe. Ein Freund von mir sagte, dass bei all den Greifen und Basilisken und sonstigen Geschmeiß die guten alten Wölfe das geringste Problem wären. Dann fraßen die verdammten Biester ihnen die halbe Herde auf. Ingvar Schäfer. Einst waren Wölfe die unangefochtenen Herrscher der Wälder. Die Menschen erschreckten ihre Kinder mit ihnen und auch die Erwachsenen erschauderten beim Wolfsgeheul. Die Monster, die nach der Konjunktion auftauchten, drängten die Wölfe nicht nur tief in die Wälder zurück, sondern nahmen auch ihren Platz in den Albträumen der Menschen ein. Das heißt aber nicht, dass die alten Räuber keine Gefahr mehr darstellen. Wölfe tragen keinen Funken Magie in sich und spucken weder Feuer noch Säure, aber das hält sie nicht davon ab, unvorsichtige Reisende oder Jäger zu töten. Besonders gefährliche und wilde Unterarten sind Warge sowie die weißen Schneewölfe, die schneeweißen Wölfe, die heute nur noch im wilden Hochland von Skellige anzutreffen sind. Für gewöhnlich jagen Wölfe in Rudeln, die aus einer Handvoll bis über ein Dutzend Tiere bestehen können.
Einzelne besonders starke Männchen jagen aber auch alleine. Obwohl Wölfe schwächer sind als viele der Monster, die nach der Konjunktion aufgetaucht sind, wiegen sie dies mit Intelligenz wieder auf. Wer gegen sie kämpft, muss darauf achten, dass nicht von ihnen umzingelt zu werden. Wenn Wölfe an einem Ort anzutreffen sind, kann das auch ein Zeichen für einen noch größeren Ärger sein. Diese Raubtiere teilen sich ihr Jagdgewehr häufig mit Werwölfen und Waldschraten. Auch hier das Bestienöl wirksam. Das war schon mit dem Bestien. Die, sag ich mal, natürlichen, normalen Feinde, die der Mensch zu so einer Zeit immer hat, Bären, Hunde, Wölfe. Wir schließen das Kapitel und gehen weiter zu den Drakoiden. Und hier beginnt es jetzt mit den Monstern und Wesen, die durch die Konjunktion in die Welt getreten ist. So, Kapitel aufschlagen. Drakoide. Wir beginnen mit den Basilisken. Moment. Dem edlen Ritter Roderick zum Gedächtnis, der in kühner Schlacht gegen einen Basilisken fiel. Möge das Untier an seinen Knochen erstickt sein. Grabinschrift auf dem Friedhof von Vysima. Entgegen langläufiger Meinung lassen Basilisken nicht alles zu Stein werden, was sie erblicken. Doch angesichts der Tötungsmöglichkeiten, die ihnen Säure, Gift, Klauen und Zähne sonst noch bieten, ist das nur ein schwacher Trost. Basilisken bevorzugen finstere, feuchte Orte wie Keller, Höhlen oder Kanalisation. Sie jagen tagsüber, indem sie geduldig im Verborgenen lauern, bis ein Opfer vorbeikommt, auf das sie sich blitzschnell zum tödlichen Angriff stürzen. Vor Kämpfen gegen diese Kreaturen empfiehlt sich der Konsum eines goldenen Pirols, um der Giftresistenz willen. Außerdem sollte man tanzende Sterne oder Schrapnellbomben einsetzen, die gegen Basilisken besonders wirksam sind. Basiliskenleder ist ein hochpreisiges Material, aus dem modische Schuhe und ein Damenhandtaschen gefertigt werden. Aus diesem Grund werden Basilisken von so manchen Glücksritter gejagt. Die Jagden enden meistens tödlich, manchmal sogar für die Basilisken, weswegen deren Population in den vergangenen Jahren stark zurückgegangen ist. Einige Magier und Druiden sind der Ansicht, dass Basilisken in ihre Programme zum Schutz bedrohter Arten aufgenommen werden sollten. Alle anderen sind der Ansicht, dass diese Magier und Druiden eine gewaltige Schraube locker haben. Wirksam im Kampf ist der vorher genannte goldene Priol, kartätische Bombe, Drakoidenöl oder das Artzeichen, sowie die tanzende Sterne oder die Schrapnellbomben. Der Drache von Freystahl. Er hat Schuppen, Flügel und Klauen. Ein Drache, ein Drache. Langes Diskutieren bringt nichts, töte ihn. Waggen, Dorfältester von Freystahl. Nur wenige wissen, wie Drachen wirklich aussehen. Wer nahe genug an einen herangekommen ist, hat selten überlebt, um seine Eindrücke zu schildern. Daher waren häufig andere Monster mit Drachen verwechselt. Auch in Freystahl, wo sich der Drache dort der dort Verwüstung anrichtete, als Gabelschwanz erwies. Der Irrtum bedeutete freilich keine Entwarnung. Der Gabelschwanz der Freystahl-Zusätze war ein besonders bösartiges Exemplar mit schier unerschöpflichen Giftvorräten. Ihm entgegenzutreten, ohne zuvor einen regenerativen Trank oder ein Gegengift zu konsumieren, war glatter Selbstmord. Im Kampf gegen den Gabelschwanz stellte Geralt nicht nur seine meisterliche Schwertführung unter Beweis, sondern auch die Nützlichkeit von Schafen. Mit einem mutigen kleinen Schaf des Dorfältesten lockte er das Monster in die Falle und erschlug es. Wirksam im Kampf, goldener Priol, kathetische Bombe, Drakonidenöl, Artzeichen. Kommen wir zu den Gabelschwänzen. Gabelschwänze? Pah! Hackebeilschwänze wäre viel treffender für diese Kackviecher. Javin Buck, Veteran des Mahakama Freiwilligenregiments. Gabelschwänze verdienen ihren kuriosen Namen, den langen, scharfen Fortsätzen an ihrer Schwanzspitze. Ein Schlag damit kann einen Eichenschild in zwei schlagen, ganz zu schweigen von einem Arm, der ihn trägt. Der Name mag zwar an Besteck erinnern, doch ein Kampf gegen einen Gabelschwanz ohne ist kein Kaffeegrinsen und endet oft genug tödlich. Auch hier sind die gleichen Sachen im Kampf wirksam. Gorgus. Acht Kühe hatte ich, fünf davon Milchkühe.
Dann kam diese Gorgo vorbei und jetzt habe ich nur noch ein paar Kuhfladen, die in der Sonne trocknen. Jirtro, Bauer aus Pindal. Alberner Aberglaube besagt, dass Gorgos wie Basilisken nur mit einem Blick alleine töten können. Das ist natürlich Unfug. Der Blick einer Gorgo ist nicht gefährlicher als der einer wütenden Gans. Vor allem vor ihrem scharfen Schnabel. In den tödlichen Peitschenhieben mit dem langen Schwanz sollte man sich allerdings vorsehen. Gorgos hausen in dunklen Höhlen, verlassenen Ruinen, Spinnen, Weben, verhangenen Verliesen und alten Kellern. Sie sind zwar kleiner als Greifen oder Manticore, aber dennoch in der Lage, fast jeden zu töten, der zufällig in ihre dunklen Verstecke stößt. Gorgos weichen an direkten Kämpfen nicht aus, in denen sie erbittert mit den Flügeln und Schwanz zuschlagen, um den Gegner zu erschöpfen. Vor allem Schnabelhiebe sind gefährlich, da sie mit tödlicher Präzision auf exponierte Stellen und lebenswichtige Organe entfolgen und oft zu stark blutenden, lebensbedrohlichen Verwundungen führen. Steht ein Kampf gegen eine Gorgo bevor, ist es sinnvoll, Drakoidenöl sowie Kathetische einzusetzen, deren Schrapnelle die zarten Gorgoflügel mit Leichtigkeit durchbohren. Ich hoffe, man hat das jetzt nicht gehört. Okay. Kreischlinge. Ich hörte, ihr habt ein Problem, ein Monster, das ihr Kreischling nennt? Ja, und das ist hier unterwegs, holt sich Kühe und Ziegen, verschmäht aber auch Menschen nicht, wenn es ihnen begegnet. Ein Gespräch in Krähenfels. Das Monster, das die Leute in Krähenfels terrorisierte, erwies sich als besonders rentierte Gorgo. Geralt war nicht überrascht, dass die Männer des Barons sie nicht hatten aufhalten können, hatten sie doch keine Chance gegen die chirurgische Präzision der Hiebe gehabt, deren Folge allzu oft arterielle Blutungen, welche allenfalls nur noch durch einen Schwalbentrank gestillt werden konnten. Auch hatten die Männer weder gewusst, dass man Gorgos per Armbrust, Bombe oder Zeichen niederzwingt, noch, dass man ihren Heben ausweicht, indem man sich unter der ausgestreckten Flügel des Monsters rollt. Die Dörfler wollten sich soeben damit abfinden, im Schatten einer mordlustigen Bestie leben und den Himmel stets mit Furcht betrachten zu müssen. Da tauchte der Hexer auf und machte dem Kreischling einen Chaos. Königswimpern. Es war riesig und die Zähne, wir sind mit knapper Not entflohen. Ob es die Kaufleute erwischt hat? Darauf angelegt haben die Hurensöhne es ja. Ein Gespräch in Wehl. Ein Jäger, der seine Beute kennt, kehrt selten mit leeren Händen heim. Wenn man weiß, welche Waldpfade die Rehe nehmen, in welchen Pfützen sich die Wildschweine suhlen, wann das Kaninchen aus dem Bau kommt, dann hat man sie schon halb erlegt. Mit den meisten ist allerdings nicht klar, dass auch manche Monster über ein solches Wissen verfügen. Eine Königswivern aus Wehlen hatte beispielsweise gelernt, die Blicke und Pfeile der Menschen zu meiden, also nicht hoch am Himmel zu fliegen und die Beute von fern anzupeilen, sondern militärischen Transporten auf der Straße aufzulauern. So wurde es von Salzfleisch und Bier fett und satter, bis es einem Drachen ähnlicher sah als seinen eigenen Verwandten. Der Hexer wusste also, dass die Bestie viel stärker und zäher sein würde als normale Wyvern. Ein einziger Hieb würde vermutlich tödlich sein, weswegen man keinen einzigen Treffer riskieren durfte. Außerdem würde es ratsam sein, den Wyvern mit Armbrust oder Bomben daran zu hindern, in die Lüfte zu steigen, um den Sturzflug zu überzugehen. Schließlich erschlug der Hexer die grässliche Kreatur, wenn auch nicht ohne Mühen. So konnten die Soldaten ihre Transporte wieder aufnehmen, ohne die sie den Krieg nicht führen könnten. Ob dies gut war oder schlecht, steht auf einem anderen Blatt. Wyvern. Am gefährlichsten von allen sind Königswyvern oder Königsbastarde, wie sie in einigen Kreisen genannt werden. Albina Trottelkampf, Dozentin der Naturwissenschaftlerin in Aretusa. Wyvern werden oft für Drachen gehalten. Sie sind zwar viel kleiner als ihre bemühten Verwandten und speien kein Feuer, aber gefährlich sind sie nichtsdestotrotz. Vor allem die sogenannten Königswyvern, die ihren Namen entsprechend besonders niederträchtig und extrem tödlich. Das war das Kapitel der Drakoide
Oder Drakonide. Doch, Drakonide. Ich habe immer Angst, irgendwas falsch auszusprechen. Aber ich glaube, niemand von uns ist perfekt in diese Materie eingearbeitet. Ich versuche mein Bestes.